Hakuna Matata, Muchachos! Seid herzlich willkommen bei der zweiten Folge. Klingt komisch, ist aber so. Wir spielen Gewehre keine Obdach und sind gerade von der Banditeninsel geflohen. Leider ist unser Motor des kleinen Motorbootes kaputt gegangen. Genau, da ist es. Aber wir haben alle dabei. Das heißt, wir haben Randall dabei. Wir haben Rastafari dabei. Sorry, Mr. Rastafari. Die eine Olle, der ihren Namen ich vergessen habe. Und natürlich Michonne. Okay, es geht direkt richtig geil los. Warum ist er jetzt böse auf mich? Was ist los mit ihm? Okay, also Mr. Rastafari ist eher so der Diplomatische. Wir sind so eher der Krieger. Mein Dad kann dir helfen. Es ist nicht weit. Wir werden dort vor Morgen. Ganz ehrlich? Ab dahin, ne? Warum nicht? Perfekt. You could stay there as long as you need. Warum geht das Motorboot denn eigentlich noch? Ich wollte schon sagen, das war doch kaputt, das Ding. Okay, Muchachos, das Abenteuer geht weiter. Ich glaube, wir sind das erste Mal jetzt auf Land. Wir waren ja irgendwie immer nur irgendwo im Wasser auf Stegen etc. pp. Und jetzt sind wir endlich an Land. Okay, das ist wahrscheinlich so eine Signalfackel. Oh Mann, es geht direkt richtig geil los. Hol die Machete raus und Action! Die können aber gut zielen. Okay, ab geht's. Lol. Oh, runter! Oh, das war close. Die sind aber schnell. Die sind aber richtig gierig auf uns. Okay. Eigentlich helfen sie uns ja gerade. Oh, beeil dich, beeil dich. Okay, safe. Runter! Okay. Ganz ehrlich, die helfen uns. Richtig gut. Ja. It's not like we're just gonna walk through those things. Warum nicht? Wir sind schneller. Ey, was sollen wir denn mit dem Seil machen? Was zum Fuck? Ist das dein Ernst? Nein. Hände weg. Weil wir brauchen noch den Kopf. Wir brauchen noch den Kopf, dachte ich. So. Wir satteln jetzt echt Zombies? Ist das dein fucking Ernst? Achso, wir reißen jetzt den Arm ab? Mann, diese Folge wird die beste ever. Jesus Christ, okay, warum nicht? Und Nummer 2. Ja, erstmal Ding weg. Ding weg. Ach so, wir haben den Unterkiefer weggemacht, damit sie uns nicht beißen können. Was zum Henker, Mann! Das System verstehe ich nicht ganz, aber es scheint zu funktionieren. Und das ist ja das, was zählt. Okay, warum drehen die sich nicht einfach um und attackieren die? Das verstehe ich nicht. Alles safe, geradeaus, geradeaus. Oh, ja, easy. Cool. Dass es so easy ist, hätte ich ja niemals gedacht. Nice. Und schon wieder geholfen. Oh, fuck, jetzt sind da wieder kleine Kinder. Die mit ihren komischen Albträumen. Es wäre natürlich richtig krass, wenn später die Zombie-Kinder wirklich nochmal wiederkommen. Ja, weitergehen? Weiter, 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 weiter. Einen fetten Zombie, den habe ich noch nie gesehen. Runter. Ey, wir haben jetzt echt Zombies gezähmt. Bitte. Guck mal, wie geil das auch aussieht. Down. Geil.
Hammer! Warum macht das nicht jeder? Ja, ich auch nicht. Oh oh. Jetzt geht's ab. Okay, ja, warum das nicht jeder noch, weiß ich nicht. Einfach irgendwie Zombies zähmen und dann ab durch die Mitte. Es wurde, glaube ich, auch niemand getroffen. Das ist ein richtig schmuff durchgekommen. Und Randall ist noch am Leben. Das heißt, den knüpfen wir uns auf jeden Fall noch vor, Mann. Darauf freue ich mich. Den hätten wir schon längst umbringen können, aber nein. Die müssen ja schnell abhauen. Also das hätte man echt erledigen können. The crew's gonna have to wait. We'll circle back when things cool off. Better not take long. Don't like the thought of Oak left unsupervised. There's a shortcut to my house. Okay. But you're not gonna like him. Okay, wenn wir jetzt eine andere Menschenherde treffen, dann wird es wieder zu Problemen kommen. Auf jeden Fall. It's not as bad as it looks. I know the way up. This will work. Okay, dann hoch da. Achso, das war ja die Abkürzung, das ist ja kein normaler Weg. Okay, ich wollte schon sagen. I won't complain about going up the rigging anymore. Craig and I climbed it. Ach, sieht aber gut aus. Da kann man doch gut draufklettern. But I don't think we have time for that. Follow my lead. Okay, dann geh vor. Und wir gehen hinterher. Okay, ist vielleicht doch nicht ganz so schmooth. Aber kriegen wir hin. Okay. Wohin wollen wir? Links oder rechts, Muchachos? Wir gehen nach links. Ja, das sieht wirklich besser aus. Diese Entscheidung, die wir haben, bitte, das ist doch gar nichts. Ich hätte wirklich ein bisschen mehr Spielraum. Oh, Jesus. Oh, oh. Oh, yeah. Die Reflexe sind real. You okay? Hold on. Ganz ehrlich, halt deine Schnauze und mach's einfach. Und kämpf dich hoch. Oh, oh. Oh oh, aber der hat keine Knarre, der hat keine Knarre. Shit. Okay, die ist safe. Kämpf! Ich wollte gerade sagen, geh doch einfach, was ist dein Problem? Okay, zum Glück hat der eine Speer keine Knarre. Das heißt, wir sind noch relativ safe. Okay, was sieht besser aus? Ich würde sagen, da ist kein Balken, deswegen nehmen wir den hier. Oh. Und das ist jetzt die Frage. Hat das irgendwelche Auswirkungen, wo wir lang gehen? Das möchte ich. Oh! Oh oh. Natürlich funktioniert seine Knarre jetzt nicht, ne? Oh oh. Ja, noch da, noch da. Wir gehen zu der Lady, wir gehen zu der Lady. Oh fuck, ich glaube, das war der falsche Weg. Und spring! Oh! Okay, ging nur um die Schulter. Es geht noch. Ah, Hauptsache, die kann sich halten. Die kriegt ihren Schulterschuss und steht chillig. Okay, jetzt gleich springen. Fucking gun. Ja, spring! Do it! Und wir sind alle safe. Und ist einer von denen tot? Ja, Mann! Einer hat's erwischt. Puh. Okay. Irgendwas drauf machen. Greg ist ja auch nach einem Schuss gestorben, aber der hatte den Schuss, glaube ich, im Bauch. Ne? Und da sind ja ein paar mehr Organe. Schulter. Es tut weh, aber ich glaube, das überlebt man. Okay, die können uns nicht folgen. Wir sind safe. Einen von denen hat es erwischt. Bei uns hat nur jemand einen Schulter. Was, der hat überlebt?
Please, da ist ein ganzes Gerüst auf den draufgefallen. Bitte, Mann. Naja, okay. Und wir müssen die Dame jetzt zu ihr nach Hause bringen. Das heißt, wir haben uns gut um sie gekümmert. Das heißt, sie sind ganz gut dann mit der Familie hoffentlich. Ach, da kommen wieder die Pferde. Die können wir doch wieder zähmen. Die sind so langsam, das kriegen wir gechillt hin. Den nehmen wir eben mit, ja. Und BAM! Das Ding ist scheißen scharf, Mann. I found Norma's place a while back. When it was just a couple of boats anchored to a pier. They had some supplies just sitting out and Norma caught me. I didn't think she was going to, but she let me go. Ja, Norma scheint echt eine korrekte zu sein. Why'd she let you go? She took pity on me. I told her my family was starving and that was enough. It's like you used up all the pity she's got. This last time, I thought we could just hide this stuff on the ferry. But Greg, he didn't think it was safe. Hat er wohl recht gehabt? I should have... Eigentlich können wir sie ja mal tragen, ne? Guck mal, wie fertig die ist. God, I'm dizzy. Okay, wir schnappen sie uns. Aber ganz ehrlich, Mr. Rastafari soll sie noch nehmen. Er ist doch ein Mann. A clear path. Oder so. Das geht auch. You're not looking so good. I feel even worse. Talking helps. I don't want to black out on you. Ey, ich hab gar keinen Bock mit dir zu reden, aber wir machen es trotzdem. Oh Mann, so ein Weibergewäsch. Lass ja. Oh, huh, das war knapp. Dad was a lawyer. So I never won any arguments with him. My brothers James and Alex. Ach so, sie hat noch zwei andere Brüder, okay. They're gonna be destroyed. Ja, einer ist weg, zwei hat sie noch, ne? Ist ja noch in Ordnung. So, Mr. Rastafari, jetzt zeig mal, was du drauf hast. Okay, machen wir, ja, wir können beides, ja. Multitasking-fähig, die Frau. Stick close. It's too dangerous out here. Dad was right. He said none of us should leave the house. Walkers are trouble. Okay. People are worse. Sind echt ein paar? I didn't listen. Labern sie wieder voll, Altweiber-Laberei hier. We'll help him understand, sir. Sometimes you can't make good out of a bad situation. Aber wenn ich daran denke, zu einer fremden Familie hier zu cruisen, denke ich immer an den ersten Teil von The Walking Dead. Wo es dann um Kannibalismus ging, ne? Das war was. Just give him the truth. Ich wollte gerade sagen. He deserves to know what really happened. You don't know him like I do. After Mom, he isn't a fan of bad news. Okay, also ist das wohl kein netter Mann, dieser Typ. Vielleicht müssen wir uns ja mit denen auch nochmal rumboxen. Made it. Geschafft! Nice! Sam. Sam. Okay, jetzt müssen wir uns langsam beeilen. Jetzt nochmal ganz kurz kämpfen. Ganz ehrlich, die können wir doch noch mitnehmen, ist doch kein Problem. Bam! Und jetzt nach hinten und. Bam! Du hast es drauf. Ey, dass der Mr. Rastafari das nämlich macht. Was ist das für ein Gentleman? Oh, eine Falle. Vielleicht gibt es da noch mehr Fallen. Müssen wir aufpassen.
Ja, lauf. Achso, okay. Jetzt muss ich wieder gehen. Was würde eigentlich passieren, wenn ich stehen bleibe? Ich glaube, die würden mich aufchuckern. Geht ja nur auf die Füße, die können ja noch krabbeln. Also das fällt mir wirklich auf. In diesem The Walking Dead ist es schon fast eine Art Film. Man muss sehr, sehr wenig selber machen. Okay, jetzt sind die bestimmt hardcore angepisst. Yo! Don't fucking move! Not one more step! Whoa, 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 whoa! We're not gonna hurt you. We just wanna help this girl. Was sagen? Musst du doch kennen! Is she dead? Did you kill her? Answer me or I'll shoot! I'm not fucking around! Alter, was will die denn? But she won't be for long unless you let us in. Ich won't. Sam? Okay, jetzt sollten wir safe sein. Jetzt lässt sie uns rein und dann geht's weiter. Or you? Maybe you'll come in here and kill everyone. I can't take that risk. So just put Sam down and leave. The longer you talk, the more blood she loses. Genau, ja, wir machen das hier ganz easy peasy. Ganz ruhig. Fine, get her in here. Und Tür zu, bitte. Oh oh. Kuh, 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 Kuh. Hätte mal nicht so lange gelabert, ne? Was ist da los? So, done. Hurry, she doesn't have much time. So, die haben sich ja ganz schön gemütlich gemacht. Muchachos, ich würde sagen, jetzt schauen wir mal, was hier in dieser Familie so abgeht. Das wird 100%ig nicht gut gehen. Das weiß ich jetzt schon. Also schaut auf jeden Fall auch wieder am Montag rein. Dann gibt es nämlich eine weitere Folge The Walking Dead. Wir schauen bis dahin. Reingehauen und ein schönes Wochenende.